Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technik mit dem Marco. Und dem Tino. Ja, im Ultimate Pack. So, was haben wir denn Schönes gemacht? Es gibt ein bisschen was Neues. Ihr seht, wir haben hier bei dem Bienchen auch ein bisschen umgebaut. Wir haben ein paar neue Baumzüchtungen rausbekommen. Hier hinten zum Beispiel Apfel, also Limewood. Und da ist Apfel mit drin. Und hier haben wir noch, was haben wir hier? Auch Limewood, aber halt ohne Apfel. Naja, und so weiter und so fort. Wir haben hier die Bienchen mal komplett ein bisschen umgebaut und haben das Ganze automatisiert. Das habt ihr ja im Part 100 schon gesehen, wie man das macht. Und ja, hier hinten sind jetzt alles diese Tropical drin, die produzieren halt kräftig für uns. Alles komplett automatisch, das heißt dieser Kamp, der wird automatisch abtransportiert. Die Bienen werden wieder automatisch reingeploppt und ja, dann läuft das quasi weiter, ohne dass man sich drum kümmern muss. Hier haben wir schon mal eine Züchtung fertig bekommen, wo wir hinwollen, und zwar die Imperialbienen. Die sind jetzt erstmal fertig, die laufen jetzt hier vorne in dem ersten Bienenhäuschen. Und das sind die Bienen, die wir brauchten, um hier quasi dieses Royal Jelly herzustellen. Was wir brauchen für den Inokulator hieß der, glaube ich. Das ist diese letzte Maschine, die uns jetzt hier noch in dieser Reihe fehlt, dass wir das Ganze alles noch in Betrieb nehmen können. Und ja, den wollen wir jetzt auf jeden Fall erstmal bauen. Und was wollen wir noch bauen? Den wollen wir erstmal bauen, aber was gibt es noch Neues? So rum. So, und dazu fliegen wir mal hier in unsere Energiehalle. Da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Und zwar, ihr seht schon, hier hinten stehen 6 Raffinerien. Davon sind 3 schon im Betrieb. Ja, hier steht ein Fermenter. Der tut aus Saplings und Fertilizer Biomasse herstellen, denn wir wollen, ja, Umweltschutz wird ja immer groß geschrieben, ne? Und wir wollen Biosprit produzieren, ne Marco? Jo. Der Umwelt zuliebe. Ja, wollen Biosprit produzieren und quasi Bio-Engines dann laufen lassen, weil wir haben halt ein Problem, und zwar unser UU-Matter, das läuft extrem langsam in diesem Matter-Fabricator, weil wir halt einfach die Energie nicht haben. Ihr seht es vielleicht auch schon, wir haben hier ein bisschen umgebaut. Wir haben nämlich mal probiert, hier drüben auf der Seite wandeln wir ja EU in Minecraft-Joule um. Mit diesen Thermalgeneratoren. Dann wird das quasi hier über diese Bridge und so weiter und so fort, über den Producer und Consumer geschickt und wird hier in EU, in Minecraft-Joule umgewandelt. Und das geht alles auf den Quarry hier, diese komplette Anlage. Und jetzt haben wir das ganze Prinzip nochmal umgedreht gemacht, weil wir mal gucken wollten, was es bringt. Und zwar wandeln wir hier Minecraft-Joule in EU um für den Matter-Fabricator. Und wenn wir jetzt mal hier drauf klicken, also ihr seht, der triggert zwar, aber er schmeißt halt immer mal 512 EU raus pro Tick. So, und das ziemlich häufig und ziemlich schnell. So, und ihr seht, viele Maschinen hängen hier nicht dran. Also das sind jetzt 30 Magmatic Engines. Das ist jetzt nicht so viel. Oder 29 hängen sogar noch dran. Die hinten ist gar nicht angeschlossen. Ja, also wahrscheinlich lohnt es sich mehr für uns, Minecraft-Joule in EU umzuwandeln, ne? Na gut, die Biogas oder Bio-Engines, die produzieren ja EU, ne? Die produzieren EU, ja. Ja, genau. Also da brauchen wir nichts umwandeln. Und das soll alles für diesen Matter-Fabricator, für diesen kleinen Kasten hier sein, dass da mal ein bisschen UU-Matter rauskommt, weil das bräuchten wir langsam dringendst. Ja, die Raffinerien. Ihr seht, hier ist noch ein ME-Terminal, an das wir ran können. Also die Raffinerien haben wir komplett verbunden per ME-Kabel. Ihr seht, hier hinten hängt der Aquafuzzi. Und ja, kriegt quasi, der Fermenter kriegt quasi aus unserem ME-System die Oak Saplings und die Fertilizer, Wasser vom Aquafuzzi, und dann produziert er eben Biomasse, Stromleitung wie immer unterirdisch hier unter den Raffinerien über das Tesserakt, was hier in der Mitte ist. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze quasi dann nur noch abpumpen, in Tanks speichern. Dazu wollten wir ja diesen Quantum-Tank, und den können wir aber leider auch noch nicht bauen, weil uns da UU-Matter fehlt. Und ja, so ist erstmal da läuft der Dinge. Hier unten soll dann die Tank-Area quasi hinkommen. Naja, schauen wir mal. So, aber was wir eigentlich jetzt machen wollen. Achso, hast du eigentlich dieses Maschinchen schon gebaut? Dieses Seed? Nee. Nee. Mach ich doch anders. Machen wir doch anders, okay. So, aber wir können mal ganz kurz gucken. Hier, die können wir nämlich mal rausnehmen. Ja, hier, die Seeds sind auch schon wieder alle durchgebraten. Das ist doch zum Heulen. So, Wireless ME. So läuft's.
Gut. Und wir bauen jetzt quasi erstmal den... Ach, wenn ich nochmal nicht vergessen würde, wie er heißt. Moment. Inokulator, genau. Und ich glaube, diese Advanced Genetic Machine, die haben wir schon das letzte Mal gemacht. Ich schau mal eben, ja. Dieser Advanced. Irgendwie liegt ein Royal Jelly, ja. Ah ja. Was, eins brauchen wir nur? Ja. So, Advanced Genetic Machine, das gute Stück haben wir quasi schon. Oh, hier. Zack, alles schön gebaut. Jetzt brauchen wir noch Magma Cream, das heißt Blaze Powder und Slime Balls. Da haben wir ein paar hier drinne. Blaze. Oh, da haben wir nicht mehr so viel. Wie viel brauchen wir denn? Ah, wir brauchen 5. Das heißt, das würde genau reichen. So, zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann brauchen wir noch dieses Empty Serum. Ah, da brauche ich 2 Jelly, Marco. Weil ich brauche 2 von diesen Empty Serum. Ja, guck mal, du kriegst 2 raus. Ach so. Ach ja, stimmt. Ich krieg 2 raus. Also ein Royal Jelly, Gold und Glass Panels. Und zwar Gold einmal hierhin. Ein Royal Jelly von dem Bienchen. Und Glass Panels. So, und dann haben wir die 2 Stück. Zack, zack. So, das gute Stückchen hier rum. Den in die Mitte. Und dann fehlt noch ein Glowstone. Ein Redstone. Und zack. So, dann haben wir den Inokulator. Zack, den schnappen wir uns natürlich. Kapeng, Wuff, Pau, toll. So, kommst du mit runter, oder? Jupp, bin gleich da. So, und der Marco, der erklärt euch dann schön, was wir dann mit dem Inokulator dann Schönes anstellen. Ihr seht schon hier die ganzen Bienchen. Wir sind noch mitten in der Züchtung. Alles. Katastrophe, Katastrophe. So, Glas brauchen wir auch gerade mal nicht. Fackeln brauchen wir gerade mal auch nicht. Das können wir mal noch behalten. Gut. Das, ach siehst du, das Towncraft-Buch, das wollte ich mal hier noch ablegen. Das brauchen wir nämlich jetzt gerade im Moment auch nicht. Das brauchen wir erst wieder, wenn wir forschen. Da brauchen wir natürlich diesen Towncraft-Zauberstab auch gerade nicht. Okay, und den ganzen anderen... Schmatter, den brauchen wir allerdings. Das brauchen wir auch nicht. Okay, zack, zack, zack. So, bist du schon unten? Ja. Und Kapeng. So. Ach, die ganzen Bäumchen hier, schön. Gibt's wieder einen? Oh, hier haben wir wieder einen. Das sieht ja interessant aus. Sieht aus wie ein Zitronenbaum oder sowas. Den analysieren wir natürlich gleich mal. Dschungel, Dschungel. Hm, toll. Brauchen wir nicht aufstellen, wa? Ach, den kannst du da hinten aufstellen. Hier hinten? Wo du züchten tust. Du, da ist ja gar nicht mehr viel Platz. Könnten wir höchstens hier so hinstellen. Zack, kapau. So, haben wir sonst noch irgendwas Verdächtiges hier an dem Bäumchen? Hier nicht. Hier auch. Ah, da ist noch einer. Den können wir natürlich auch gleich abschlagen. Ja, ich habe was für dich. Silver Lion Sapling. Uah, hier geblieben. Trialyser. Rein damit. Silver Lime und Dschungel. So, wo stellen wir den denn jetzt mal hin? Kannst du noch zweite Reihe hinten aufmachen? Wo? Hier hinter. Hier einfach? Na, jetzt wo der steht, machst du ihn hier hin. Wo bist denn du? Hier, neben mir. Ach da. Was hier hin quasi? Ja, in den Blümchen, ja. Da. Ja. Gut. So, was hast du denn für mich? Oh, eine Unrary. Oh, eine Unrary-Prinzessin, sehr schön. Die brauchen wir nämlich für unsere nächste Züchtung, die wir machen. So, die müssen wir gleich mal sichern. Die schmeißen wir hier rein. Nee, nimm mal die Unrary, die Bienen raus. Also die Prinzessin. Und gleich mal durchlaufen lassen, oder was? Und dann auch mal die Bienen durchlaufen lassen, ja. Hier ist noch eine Prinzessin.
Warte mal, da lasse ich die auch gleich nochmal durchlaufen. Ey, warte mal. Analysier erstmal die anderen. Unvary Diligent. Gut, na, dann ist egal. Die lassen wir auch gleich nochmal durchlaufen. Okay, wie sieht's hier hinten aus? Ja, müssen wir mal kurz pennen gehen, sonst machen die Bienchen nämlich nichts. So, aber das wird sich demnächst bald ändern. Genau, dafür haben wir nämlich jetzt unser Maschinchen, was wir jetzt hier hinbauen. So, und das stopfen wir jetzt einfach mal hier rein in die Lücke. Zack, bum, bang. Super. Aha. So, jetzt erklär mal bitte von vorn beginnend. Okay. Also hier vorne haben wir erstmal den Genpool. Der, das weiß ich ja, der tut quasi die Bienchen dieses Gen, dieses DNA, dieses flüssige DNA rausziehen oder macht aus den Bienchen flüssiges DNA. Richtig. Also der zermatscht die und da kommt dann halt die Pampe dabei raus. Die flüssige DNA, genau, die leuchtet so schön. Dann haben wir den Purifier. Nee, also wir fangen erstmal so ganz. Also wir fangen mit der Reihenfolge an, wie man machen muss. Okay. So, denn du fängst mit der hinteren Maschine hier an. Dann nimmst du zum Beispiel hier, komm her hier, mit der hier. Mhm. Da hast du die Empty Serum Files, die packst du auf die rechte Seite drin. Mhm. Siehst du, ja. Ja. Gut. Warte mal, jetzt, wie craftet man die? Ja, hast du schon gemacht für die Maschine. Ach so, hast jetzt quasi noch mehr aus diesem Royal Jelly, okay. Richtig, also du brauchst halt diese Royal Jelly, um halt diese Empty Serum Vials herzustellen. Genau, für das Royal Jelly, das produzieren halt nur diese Imperial. Genau. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir nehmen uns mal hier ein paar Cultivated raus und schauen mal an, was die für Traits drauf haben, die wir hier brauchen können. Okay, so. Nobby. So, wie sieht's jetzt hier aus? Die laufen gut. Schön durch. Da sind die Soulframes auch drin. Das ist gut. Hier, komm her. Okay. So. Und bei der Cultivated haben wir den Trade Fast Worker drauf. Fast Worker? Ja. Okay. Also die gut. Kann, also alles, was Fast Worker ist, hast du jetzt erstmal hier reingesteckt. Richtig. Jetzt müssen wir mal kurz warten, weil du siehst ja die Aktionsleiste, die genau von links nach rechts wandert. Müssen ja wir halt mal warten. Sieht aus wie so ein Genwirrwarr, ja, irgend sowas. Ah so, ja, jetzt haben wir hier mal. Slowest Flowering Serum. Gut, nein, das wollen wir nicht, das ist ein scheiß Serum. Okay. Warten wir mal ein bisschen. Ich lasse mich raten, das Serum können wir bestimmt den Bienchen dann spritzen. Richtig. So. Und noch ein Serum. Cultivated Species Serum. Das ist gut. Also jetzt haben wir schon mal zum Beispiel, jetzt können wir irgendeine Biene nehmen. Das muss und diese machen Cultivated hier Serum halt in die Biene rinspritzen. Dann wird die halt so cultivated. Ach so. Okay. Also erleichtert ein bisschen jetzt so also das Züchten. Fast Productivity. Fast Productivity. Ja. Gut, jetzt haben wir schon mal das, was wir haben wollen. So. Und Glück gehabt, keine Biene verballert. Ja. So. Haben wir Fast Productivity und Cultivated Serum. So, jetzt gehst du hier in den Synthesizer. Ja. Und ach, lädst das quasi auf. Und packst es darin. Ah ja, und dann wird das aufgeladen mit Serum. Also mit Liquid DNA. Richtig, also das wird synthetisiert, also verfeinert. Ja. Okay, also man muss quasi erstmal diese Serum-Kapseln herstellen, die man möchte, und dann muss man das mit diesem Liquid DNA aufladen. Richtig, also du siehst ja, dass da jetzt empty steht. Ja. Also leer. Und jetzt siehst du ein Charge. Oh. Ach so, ein Charge. Also das heißt quasi, umso länger man es drin lässt, man kann dann auch gleich mehrere damit. Richtig, also man kann insgesamt 16 Stück drin knallen. Ja. 16 Aufladungen. Ah, okay. Aber dafür sinkt dann die Qualität. Also, du siehst ja da unter Avenger Quality. Ja. Und wenn der jetzt halt noch ein paar Mal höher steigt, dann wird's halt immer gefährlicher. Ah, und dafür okay gibt's dann den Purifier. Hm. Der ist so zum Beispiel, der veredelt wieder. Ach so,
Also wir können dann das schon. Dann kannst du halt innen drinnen die Qualität wieder auf exzellent hochbringen. Also wir können das schon voll aufladen und können es aber dann quasi wieder veredeln und die Qualität wieder ganz hochschrauben. Richtig. Mit dem Purifier. Aha. Richtig. Sehr interessant. Und wenn du mit dem Purifier und der dann Inokulator ist dann einfach nur zum Spritzen. Und der Inokulator ist dann einfach nur zum Spritzen. Dann packst du links die Serum und rechts die Biene. Richtig. Und oben kannst du halt dann auch die anderen Bienen reinpacken, ja, die du halt spritzen möchtest. Und die rutschen dann immer eins in der Mitte dann runter. Und wenn sie fertig sind, rutschen sie in die letzte Zeile runter. Aha. So, also haben wir jetzt schon mal Cultivated Species Serum. Na, lass doch hier hinten mal noch ein. Lass doch hier hinten mal das mit diesem. Mit. Warte mal, mit den. Mit den Unwary-Drohnen laufen. Dass wir so vielleicht so ein Unwary-Serum rauskriegen. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, mach doch. Das ist der Dryalyser. Unwary Diligent. Ach man, das ist doch zum Kotzen. Dass wir nicht mal eine reine hier kriegen. Du kannst auch eine Mischung nehmen, ist egal. Aha, okay. Du ziehst ja immer das raus, was auf aber der Biene wir drauf ist. Brauchen schon eine Prinzessin dazu, oder? Nee, brauchen wir nicht. Nee, du kannst auch eine Drohne nehmen. Ich habe jetzt nur Drohnen genommen. Okay, dann schnappe ich mir jetzt mal 4 Unwary-Drohnen. Dann klatschen wir die hier hinten rein. Zack, 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 zack. Dann schmeißen wir hier diese Kapseln wieder rein. Die hast nämlich du. Ja. Und dann könnten wir ja eventuell. Genau, so. Und dann, wenn wir dieses Unwary, weil wir brauchen da eine reine Unwary, das ist das Problem an der Sache. Das ist das Problem an der Sache. So, was brauchen wir eigentlich? Eine Unwary und, was war es gewesen? Eine Unwary und eine. Ich hab's schon wieder zugemacht. Warte, ich guck schnell. Wir brauchen eine Diligent und eine Unwary, um eine Industrious herzustellen. Also wir brauchen eine Diligent und eine Unwary. Also Diligent haben wir ja hier reichlich. Da haben wir auch alles reine. Die sind schon komplett rein. Diligent Species Serum. Ach so, nee, wollen wir ja nicht. Doch, kannst du nehmen. Also so Spezienserum sind immer gut. Wir wollen aber Unwary. Nicht ja, Diligent. Ja, lass einfach durchlaufen mal. Bis Unwary rauskommt. Ah, also Cultivated da, brauchen wir nicht mehr. Steht schon da, Poor Quality. Okay. Ja, müssen wir kurz rausnehmen, weil wir brauchen hier mehr Power. Effekt, was ist das für ein Effekt? Cancellation. Effekt Cancellation, damit kannst du zum Beispiel bei den Tropenbienen kannst du diese Poison rausnehmen. Ach so, das ist diese Vergiftung. Richtig, auch gut, kann man auch rausnehmen. Ah ja, ich sehe gerade, wir brauchen wirklich mehr Power. Ja, nutzt ja, dann 50 Minecraft. Weil du teilweise eine Maschine dabei hast, die frisst ordentlich. So, was haben wir jetzt? Cultivated Species Serum. Wollen wir aber nicht. Wir wollen Unwary Species Serum. Mann. Normal Productivity Serum. So, warte mal, die Spezien Serum, Seren, wie nennt man eigentlich von Serum die Mehrzahl, also das Plural? Sind das Seren? Serben? Ja, gut, das zum Thema, ne? So, was? Default Territory Serum? Ja, damit kannst du das Territorium rausnehmen. Oder verändern. Aha. 50, 50, 25. Och, hier. Alter, 100 Minecraft-Schuhe. Und da braucht nur 5. Das ist ja super. So, warum macht er. Ach so, scheiße, haben wir noch Jelly? Jelly Bebelly? Musst du mal gucken. Ein. Das ist natürlich blöd. Weil wir müssten mal noch so ein paar solche Kapseln da machen. So, diese Kapseln. Ach, wie hießen die? Das waren die Empty Serum. Das war einfach nur Gold.
Gold und Glass Panels. Haben wir zwar erstmal nur zwei Stück, aber naja, ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Ja, warte mal ab. Also ich will jetzt hier noch was machen. Also ich bin gerade schon dabei. Muss ich bloß noch ein Rezept ein bisschen einordnen. Chest. So, wir sollten uns dann für unten, beziehungsweise das werde ich dann gleich mal machen, mal ein paar diese Chests upgraden. Dass wir vielleicht mal ein paar Bronze-Chests oder irgend sowas halt hier unten stehen haben. Mach am besten gleich eine Gold-Chest oder so. Oder Gold-Chest. Gold haben wir ja auch satt. Dass wir hier erstmal ein bisschen Stauraum haben, weil das wird sonst nicht. So, haben wir jetzt wieder ein bisschen Energie geladen hier, Kollege. Ja, der ist wieder voll. Die zwei rein. 60.000 Minecraft-Schuhe. Das ist aber auch heftig, was der Junge braucht. So. Ich glaube, da läuft unser Quarry langsamer, wenn wir das hier einschalten. So. Normal Fertility Serum. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Und jetzt läuft die letzte Unravy schon durch. Ja, zwei Stück haben wir noch. Was ist das? Ach, ein Thermalgenerator. Hm. Und Slower Productivity Serum. Och Mann. Brauchen wir alles nicht, den Krempel. So, jetzt gucken wir mal. Normal Productivity brauchen wir nicht. Normal Fertility nicht. Slow Productivity. Default Territorium. Fact Cancellation lassen wir mal drauf. So, jetzt. Das sind die Juden. Hier, kriegst du auch mal ein paar. Oh. Jetzt nimmst du die und packst sie in den Ofen. Aha, und dann lass mich raten, sind die Kapseln wieder normal. Glups. Genau. Das ist natürlich Bombe. Das ist natürlich Bombe. So, können wir die gleich wieder hier reinschmeißen. Und die auch. So. Und die auch. Komm schon, jetzt gib mal Unrary. Shortened Lifespan Serum. Hm. Auch nicht das, was wir wollen. Ja. So, ist hier drüben noch was rausgekommen. Oh, Unvary. Vielleicht sind die jetzt rein. Das war natürlich der Hammer. Unvary Industrious. Wir wollen doch Industrious, ne? Ja. Unvary Industrious. Also ich habe eine Unvary Industrious Prinzessin und eine Drohne. Zusammenkloppen. Okay, dann lassen wir die mal laufen. So, dann schmeißen wir hier vorne rein eine Diligent-Prinzessin und eine Cultivated. Da sollte nämlich eigentlich diese Unvary rauskommen. Gucken wir mal, ob wir da noch ein paar kriegen. Haben wir schon Diligent-Serum? Diligent-Serum? Ich glaube, warte mal. Ich glaube, das habe ich in den Ofen geschmissen. Und habe die Scheiße behalten. Die schlechten. Wie doof ist das denn? Ja, ist eigentlich neu bei dir. Ah! Diligent Species Serum ist gerade rausgekommen. Mhm. So. Diesmal aber nicht reinschmeißen, Tino. So, Diligent Species Serum. Ich lade das mal auf hier vorne, ne? Nee, nicht aufladen. Pack das mal in die rechte Kiste. Was sind die Rechte? Ja. Cultivated, Diligenz, okay. Auf der rechten Seite kommen halt die ganzen Spielchen. Ja. Und auf der linken Seite kommen halt so die ganzen, was man halt mit den Bienen verändern kann. Okay. So, hier haben wir wieder eine Unvary. Achso, da wollte ich mal schauen. Unvary Diligent.
Okay, so, die laufen jetzt erstmal durch. Mal gucken, was hierbei rauskommt. Und wir können erstmal noch... Das ist das Falsche. Wir bräuchten... Cultivated Noble. Cultivated Noble ist alles Kacke. Nee. Nee. Cultivated Common. Cultivated Common. Meadows, Noble. Meadows, Forest. Hm, dann nehmen wir halt doch mal so eine Noble. Also eine Cultivated Noble Prinzessin und eine reine Diligent-Drohne. Und dann schauen wir mal, ob das eine Unrary wird. Und ob da was rauskommt. Gut, und es ist gerade Nacht. Wir müssen sowieso mal pennen gehen, sonst arbeiten die Bienchen nicht. Ups. Und regnet tut's auch noch. Ja. Was machst du? Warum Rocky? Die hat coole Traits drauf. Ach so. Sowas wie Fliegen bei Regen, nachtaktiv. Ach so, okay, das wirst du quasi rausfiltern. Und den Bienchen ja. Dann quasi nachtaktiv und bei Regen und bla 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 noch. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute gewesen. Wir schauen mal ganz kurz. Vielleicht hat sich an unserem Bäumchen ja noch irgendwas getan. Ja, da ist eine Stelle. Wo denn? Hier vorne gleich. Ja. Uah, haben wir wieder Poison gekriegt, war ja klar. Aber das macht ja nichts. Silberleim, Apfel. Immer gut. Apfel ist immer gut. Aber hier hinten, der wächst gar nicht so richtig. Der will gar nicht wachsen. Hast du Bone Meal einstecken? Zufällig nicht. Zufällig nicht. So, na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal HTE. Forest, Meadows. Okay. Machen wir hier erstmal HTE, sehen uns an der nächsten Aufnahme wieder. Ja, Marco, weiß ich auch nicht. Was, wie geht's weiter? Was machen wir als nächstes? Wir werden jetzt einen automatischen Bioanalyser bauen. Ach so, der die automatisch analysiert. Ja, wo wir halt die Wurst nach drin schmeißen und dann brauchst du halt nicht andauernd mit der. Ja. Mit der Fernbedienung. Obwohl ich machen. Finde, das sieht ja immer technisch aus. Ne? Ja, das kannst du dann machen, wenn du dann mal züchten tust, so. Und denkst du so, ah, mal gucken. Ja. Ah, technisch. Kein Plan, aber. So, ein Apfel-Sapling haben wir auch noch. Oh, Nocturnal haben wir jetzt schon einmal. Also, nachtaktiv können wir jetzt schon mal unsere Bienchen machen. Oh, ist ja schön. Nacktaktiv ist immer gut. Ja, nacktaktiv. So, na gut. Dann wir bedanken uns wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und sehen uns natürlich im nächsten Part wieder übermorgen. Und ja, ansonsten, was passiert sonst noch? Wie gesagt, wir werden diesen automatischen Bialyser bauen und ja, mal gucken, wie es mit unseren Raffinerien vorangeht. Juju Matter brauchen wir auf jeden Fall. Ach, wir brauchen so vieles und wollen auch noch so vieles bauen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv. Ihr kennt das ja schon. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.